werde ich euch ein bisschen auf den Zahn fühlen. Und nach dem Video wisst ihr, wie man dann bessere 3D-Drucke rausbekommt. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Es ist ein sehr kontroverses Thema. Es geht heute um brüchiges Filament, um nasses Filament, um falsche Handhabung eurer Filamente, um das Hingegenwirken, damit das Ganze nicht passiert, oder festzustellen, dass man sowieso Hopfen und Malz verloren hat. Gott, das ist ein Riesenthema und ich glaube, ich werde das heute so ein bisschen in Kapitel aufsplitten, damit jeder dann unten so ein bisschen weiter skippen kann, um genau zu seinem Problem zu kommen und womöglich dann auch gleich zu der Lösung. Dass ihr euren Druck auf jeden Fall nicht aus dem Fenster werfen müsst und eure Filamente wahrscheinlich zum Retten sind, das zeige ich euch in diesem Video. Es geht auf jeden Fall darum, warum wurden eure Drucke von heute auf morgen auf einmal schlecht? Warum habt ihr auf einmal raue Oberflächen, total hässliche Layerstrukturen? Warum passen eure Layer nicht mehr zusammen oder halten schlichtweg nicht mehr? Warum bricht euer Filament? Gott, eigentlich ist es eine Rundumlösung, die ich heute mit euch durchmache. Naja, ich spanne euch auf die Folter. Wir legen jetzt mal los. Ich glaube, heute wird es ein bisschen technisch und vielleicht ein klein bisschen lehrerhaft. Weil ich habe nämlich gegoogelt vor dem Video. Krasser Scheiß, oder? Legen wir los. Gut, lasst uns mal weit zurückblicken, weit vor euren Problemen, die ihr womöglich mit eurem Filament hattet, und gehen wir mal der ganzen Sache so ein bisschen auf den Grund, wie Filament überhaupt entsteht. Denn wenn ihr diese Geschichte verstanden habt, versteht ihr womöglich dann auch die Probleme, die bei euch im Drucker passieren. In erster Linie besteht Filament, egal welches, meist aus Granulat. Das sind kleine Flocken, Brösel, die in den Trichter kommen, da unten ist eine Schnecke, dann wird alles aufgeheizt und dann wird das Filament durch eine Düse, eigentlich durch eine Nozzle gedrückt, und diese Schnur, die da rauskommt, die wird in einem Wasserbad gekühlt und gleichzeitig gestretched, bis es eben die perfekte Dicke oder Stärke hat, wie euer Filament eben ist, das ihr gerade nutzt. Der Nachteil ist nur dabei, durch dieses Wasserbad wird dieses Granulat, das ja jetzt geschmolzen ist und eigentlich schon euer Filament ist, nass. Und deshalb ist jeder Filamenthersteller gezwungen, nachdem er sein Filament auf Rollen gespult hat, das ganze Teil noch durch einen Trockenprozess zu führen. Der Toni von Bavaria Filament, unser Filamenthersteller, der hat zum Beispiel riesengroße Öfen. Da passen etliche Rollen Filament rein, denn er weiß selbst, nach der Produktion seines Filaments sind die Rollen noch feucht und nass. Und das ist schlecht, weil das ist ein minderwertiges Produkt. Erst wenn es eine gewisse Trockenheit erzielt hat, ist es perfekt und somit parat für den Verkauf. Soweit mal zu den Fakten, wie euer Filament gemacht wird. Ganz grob übers Knie gebrochen. Jetzt ist es so, jetzt bekommt ihr eine Rolle Filament und die sind bei guten Filamentherstellern immer komplett eingeschweißt. Die Nässe oder sagen wir Luftfeuchtigkeit, die das Filament nach der Trocknung im Ofen erlangt hat, die befindet sich jetzt hier in einer vakuumisierten Hülle. Jetzt schneidet ihr das Teil auf, weil ihr wollt immerhin das Filament verdrucken, und jetzt beginnt der ganze Prozess. Denn ich möchte euch jetzt nicht beängstigen, aber ab jetzt wird euer Filament schlechter. Es sei denn, ihr seid irgendwo in der Wüste und druckt bei 0% Luftfeuchtigkeit. Aber Spaß beiseite, die meisten Leute haben, wahrscheinlich so wie ich auch, ja, so zwischen 30 und 40% Luftfeuchtigkeit in ihrer Werkstatt, womöglich im Keller noch mehr. Am Dachboden kann es auch recht viel sein. Fakt ist, euer Filament, egal ob das PLA, PETG oder sonst irgendwas ist, wird zu gewisser Weise jetzt Wasser ziehen, was zu etlichen kleinen Problemen führen kann. Doch stopp, stopp, ich mache gerade so ein bisschen die Pferde scheu. Gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück und sagen, okay, die Rolle ist zwar jetzt aus dem Vakuum heraus, aber sie muss noch nicht zwingend kaputt sein. Lasst uns doch erstmal schauen, wie sich kaputtes, nasses Filament denn anfühlt. Und da kommt man zum Riesenproblem, was viele 3D-Drucker haben, denn es ist an und für sich nicht erkennbar, von außen gesehen, ohne dass man das Filament druckt, dass es nass ist und somit vielleicht ein bisschen kaputt ist. Denn weder am Gewicht, außer es ist wirklich wochenlang im Wasser gelegen, noch irgendwie am Geruch oder an ja, der Haptik, kann man feststellen, ist euer Filament nass oder nicht. Ihr müsst es drucken. Und erst beim Drucken sieht man dann, oder man hört es, oder man riecht es, dass euer Filament feucht ist. Da gibt es mehrere Faktoren. Ihr müsst mal hinhören, ob beim Drucken eure Nozzle kleine Popgeräusche macht. Ich habe bei meinen 3D-Druckern schon Geräusche gehört, als würde eine Popcornmaschine aus dem Kino hier Vollgas laufen. Ja, bei manchen Filamenten steigt leichter weißer Rauch bei der Nozzle auf. Das ist auch ein gutes Zeichen,
ob euer Filament nass ist oder nicht. Und dann sollte man sich natürlich die Oberfläche des gedruckten Objektes ansehen. Ist das eine schön glatte Oberfläche, dann passt meistens alles mit der Feuchtigkeit. Oder habt ihr kleine Dots raus, also so kleine Nippel. Okay, nennen wir es Warzen. Es kann auch passieren, dass ihr leichte Rinne habt, dass ihr unfassbare Stringing auf einmal habt oder dass eure Layer nicht mehr zusammenhaften, dass die Layer-Schichtung einfach nicht mehr schön ist. Das könnten alles Faktoren für zu nasses Filament sein. Und das unterschätzen eben viele 3D-Drucker, dass ihr Filament in ihrem Haushalt unter Umständen, während es nicht benötigt wird und irgendwo lagert, kaputt und schlecht wird. Ich sage immer kaputt, es gibt Lösungen gegen das Problem, aber da komme ich erst am Schluss dazu. Erstmal euch schon ein bisschen Angst machen und am Schluss dann als Held aus diesem Video aussteigen. Und das ist die Devise dieses heutigen Videos, sorry. Nun gut, jetzt wissen wir, man kann am Druckbild oder am Geräusch, manchmal auch am Geruch, feststellen, ist euer Filament nass oder nicht. Dabei habe ich das kontroverseste Thema hier noch gar nicht angeschnitten, denn nasses Filament ist auch meist dafür verantwortlich, dass euer Filament bricht. Irgendwo habe ich hier eine Rolle, die ist definitiv nass geworden. Denn wenn man hier von oben reinschaut, sieht man, ah, hier ist es gebrochen, hier ist es gebrochen. An der Rolle selbst, da. Ich kann das ganze Teil hier einfach so zerbrechen. Teilweise einfach einzelne Stücke rausholen. Das liegt daran, dass mein Filament feucht geworden ist. Womöglich nicht perfekt aufgerollt ist. Aber in erster Linie ist es im Arsch, weil ich es falsch behandelt habe. Habt ihr schon mal was von hygroskopischen Materialien gehört? Nee? Ja, das ist der Grund, warum ich diesen Kittel anhabe, damit ich mega schlau wirke. Nein, das sind nichts anderes als Filamente, wie zum Beispiel PA, TPU, ABS, ASA, PETG, PLA. Also klassisch die gängigsten Filamente, die ihr nutzt. Und die sind halt ziemlich anfällig. Man kann sie vergleichen mit Schwämmen, die aus der Luft die Luftfeuchtigkeit an sich ransaugen und dann die Strukturen in eurem Filament zerstören und es somit brüchig machen oder... Wenn nasse Teile im Filament drinnen sind und die durch die Nozzle geschickt werden, werden diese nassen, nennen wir es mal Tropfen, aufgeheizt. Die wollen verdampfen, die können nirgendwo hin und damit poppen die, daher auch das Poppen beim Drucken oder die Noppen, die dann entstehen, wenn man draußen bei schönen Drucken sieht, auf einmal hat man überall diese kleinen Pickel. Das ist nichts anderes als Wasserblasen, die entstehen, während sie durch die Nozzle gedrückt werden und die dadurch versuchen, ja, zu verdampfen. Das nennt man auch Hydrolyse. Das hat damit zu tun, wenn Wassermoleküle in einer Polymerstruktur vorhanden sind und durch die Hitze eben rausweichen wollen. Mag ja sein, dass euch das vielleicht überhaupt nicht interessiert, was hier die ganzen chemischen Prozesse angeht. Für viele ist einfach nur wichtig, wie kann ich jetzt das Problem lösen, wenn ich es habe? Nun, ihr könnt schon vorab so ein bisschen pro forma halber auf die ganze Sache eingehen. Gehen wir nochmal zu unserem Filament, das ich eben aus der Verpackung rausgeholt habe. Habt ihr gesehen, was da drinnen lag? Silikabeutelchen. Diese Silikabeutel beinhalten nichts anderes als kleine Kugeln, die, wenn der Beutel noch nicht viel Feuchtigkeit aufgesaugt hat, noch komplett durchsichtig sind. Hat zur Folge, dass wenn ihr Silikakugeln verstanden habt, im Prinzip sind es nichts anderes als kleine Staubsauger, die eben bevor das Filament Wasser saugt, eher selber versuchen, ihren Durst zu stillen. Ja, das ist ideal, wenn man die zwei Sachen zusammenführt. Silikakugeln und euer Filament. Dann zieht ihr im Prinzip aus der Umgebung die Silikakugeln, die Feuchtigkeit und euer Filament bleibt trocken, solange ihr einen geschlossenen Raum habt. Und dafür gibt es etliche Anleitungen auf YouTube und Co., wie man sich so eine Trockenbox baut, wobei das ist eigentlich auch ein schlechter Ausdruck, denn eine Trockenbox ist an und für sich etwas, dass das Filament, das schon nass ist, trocknet. Ich rede jetzt primär eher von der Aufbewahrung und ich nutze da zum Beispiel solche Teile. Das sind nichts anderes als wie heißen die nochmal? Von IKEA. Mehrweg-Gefrierbeutel. Die sind großartig, da haue ich mein Filament rein. Dann kommt ein Beutelchen Silika rein. Dann wird das Ganze möglichst luftdicht verschlossen, die Luft rausgepresst, verschlossen. Und somit lagere ich Filamentsorten. Und natürlich könnt ihr das auch in Schränken machen und mit mehreren Kübeln oder Eimern von diesen Silikakugeln arbeiten. Fakt ist nur, die Silikakugeln helfen nicht dabei, schon nasses Filament wieder trocken zu machen. Das haben viele Leute nicht ganz verstanden, sondern die helfen dabei, trockenes Filament auch trocken beizubehalten. Das ist der einzige Grund, warum man Silikakugeln nutzt. Genau das gleiche ist auch im AMS-System zum Beispiel. Im AMS-System gibt es solche Teile.
Also bei dem AMS-System von Bambolab gibt es solche kleinen Tri-Packs. Da ist so eine Art Gelatine drinnen. Ich habe es noch nicht wirklich aufgemacht. Das auch nichts anderes macht, als die Luftfeuchtigkeit in dem geschlossenen AMS-Raum eben so ein bisschen aufzusaugen und das Ganze so ein bisschen trockener zu machen. Der eine oder andere hat es bestimmt schon gesehen, diese Teile hier, die passen auch idealerweise in das AMS-System rein. Die kann man hier oben aufmachen und die beinhalten ebenfalls ganz klassische Silikakugeln, die man zum Beispiel auf Amazon oder unterhalb in meiner Videobeschreibung kiloweise teilweise kaufen kann. Und vor allem sind die wiederverwertbar. Denn sobald die gelben oder durchsichtigen, je nachdem welche Sorte ihr kauft, Kugeln auf einmal grün oder rot werden, heißt das so viel wie, die sind jetzt nass und können nicht mehr wirklich viel Luftfeuchtigkeit aufsaugen. Dann kommen die auf ein Backblech, darunter Backpapier, und einfach mal bei 80 Grad 2 Stunden ins Backrohr, dann werden die wieder hell. Das Backrohr sollte auf Umluft eingestellt werden und somit könnt ihr eure Silika-Gelkugeln 3, 4, 5 Mal wiederverwerten. Nach ein paar Monaten schaut man hier einfach kurz mal rein, sieht, okay, die sind schon relativ alt, die schauen nicht mehr gut aus und dann, ja, wird das Ganze halt wieder im gleichen Prozess gemacht. Bestimmt bekomme ich jetzt von dem einen oder anderen einen auf den Deckel, weil ich glaube, das Ding nennt man Hygrometer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ebenfalls unterhalb verlinkt, könnt ihr auch diese Teile drucken, wo eben diese Aussparung ist, damit ihr eben eine Thermometeranzeige und eine Prozentanzeige für die Luftfeuchtigkeit in eurem AMS hier habt. Das Ganze ist sehr, sehr kostengünstig, gibt es im 3- oder 5er Pack. Und wie gesagt, ich glaube, man nennt es Hygrometer. Falls nicht, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Das wären so Teile fürs AMS-System. Ich habe früher einfach ganz normale, luftdicht verschließbare Kanister genommen, wo 5-6 Rollenfilament drinnen Platz hatten. Der Boden wurde mit Silikakugeln ausgelegt und so wurden die frisch geöffneten und nicht gleich verdruckten Filamente da einfach reingestapelt, zugemacht und somit konnten die kein Wasser saugen, weil das Ganze von den Silikakugeln erledigt wurde. Im Hintergrund seht ihr hier überall nicht verpackte, nicht original verschweißte Filamentrollen. Das liegt daran, dass PLA, zumindest bei Bavaria, also bei meinem Filamenthersteller, äußerst schlecht Wasser zieht, was für mich äußerst gut ist. Wenn ich jetzt weiß, ich habe eine Filamentrolle hier ausgepackt und ich werde die jetzt 4, 5 Wochen nicht nutzen, weil ich einfach da nur ein paar Meter gebraucht habe, dann kommt die bei mir in das Säckchen rein, wird verschlossen und hier oben einfach ins Regal gestellt. Wenn ich aber sage, okay, innerhalb von einer Woche werde ich diese Farbe bestimmt wieder nutzen und wahrscheinlich die Rolle fertig drucken, dann sehe ich kaum Grund darin, bei Filamenten, wo ich weiß, die saugen wenig Wasser, die dann luftig zu verschließen. Es gibt aber Filamente, die ich auch bei mir zu Hause habe und da bin ich gespannt. Der eine oder andere wird bestimmt seine Filamentsorte reinschreiben, die sofort Wasser zieht. Es gibt solche, die schaust du an und sie sind nass. Ganz üble Kandidaten sind zum Beispiel Thermofilament, also Filament, das bei Hitze sich verändert, was die Farbe angeht. Das muss ich jetzt kurz zeigen, sonst klaut mir es keiner. Ne? Seht ihr? Weiß, rot. Wenn es hell wird, ist es heiß. Wenn es kalt ist, ist es rot. Das zieht unfassbar schnell Wasser. Holzfilament, und das hier von Arion ist ganz, ganz fies. Von anderen Herstellern habe ich es jetzt noch nicht genutzt. Filament, das verschiedene Farben drinnen hat, neigt auch ganz gut zum Wasserziehen. Und dann haben wir noch Carbon bzw. PETG. PETG zieht bei mir ohne Ende Wasser. Ist halt einfach so. Das heißt, wenn ich weiß, dass diese Filamentsorten schnell brechen oder schnell Blasen werfen, dann kommen die sofort bei mir in meine wasserdichten Beutel mit Silikagel drinnen und so kann ich sie auch fertig drucken, diese Rollen, ohne Restbestände dann wegschmeißen zu müssen oder brüchiges Filament aus meinem AMS dann raus zu poolen. Jetzt habe ich mir aber den Mund hier wässrig geredet, was es für Probleme gibt. Jetzt möchte ich natürlich auch zeigen, dass es Lösungen gibt. Ja, es gibt sogar verdammt viele Lösungen. Der eine oder andere hat bestimmt schon mal gehört, man kann sein Filament ohne Probleme ins Backrohr stecken. Ja, der Vorteil an dem Backrohr ist, man hat nicht nur eine Rolle Filament drinnen Platz, sondern mehrere. Aber ich sage mal, 4 bis 6 Rollen Filament passen ohne weiteres in ein Backrohr. Auch da sei gesagt, es gibt Filamentsorten, die nicht idealerweise in einem Backrohr gehören, weil sie schlichtweg einfach ein bisschen ungesund sind, wenn sie ausdampfen. Da könnt ihr euch sehr gerne bei eurem Filamenthersteller mal informieren oder die Tiefen des Internet mal durchforschen. Genau, dann wisst ihr zum Beispiel, ob euer ASA, wenn es im Backrohr drinnen ist, das Backrohr so ein bisschen
mit giftigen Dämpfen ausstattet oder nicht. Schaut da selber mal nach. Aber ich habe euch hier mal auf der Seite eine Liste eingeblendet, mit welcher Temperatur und meistens so 3 bis 4 Stunden Zeit ihr euer Filament ohne Probleme wieder zum Trocknen bekommt. Es gibt laut Filamenthersteller eine Hürde, die euer Filament jedoch nicht überschreiten darf. Denn in gewisser Weise ist jedes Filament zu retten, bis es eine gewisse Menge an Wasser gezogen hat. Ab dieser Menge dann ist es nicht mehr zum Retten. Dann bricht es schon auf der Rolle, wie das graue Filament, das ihr vorher gesehen habt. Da kann man nichts mehr machen. Ja, das ist für die Tonne leider Gottes. Aber bei Filamenten, wo ihr sagt, ey, das poppt jetzt so langsam in meiner Nozzle drinnen, das klingt nicht mehr gut, dann könnt ihr es zum Beispiel ins Backrohr geben. Da könnt ihr vor allem effizient arbeiten. Ihr könnt auch mit so einer Drybox arbeiten, wie ich hier, von FixDry. Ich habe dazu schon ein Video gemacht, das ist hier oben verlinkt. Das braucht genauso seine paar Stunden. Das rollt aber eure Filamente ständig oder dreht sie ständig und somit wird auf jeden Fall euer Filament gleichmäßig getrocknet. Es gibt auch Menschen, die mit Dörrboxen arbeiten, wobei man die meistens nicht auf diese höheren Temperaturen raufbekommt. Oder, falls ihr ein Bambu-Lab-Besitzer seid, mit einem geschlossenen Bauraum, zum Beispiel mit dem X1C, gibt es dort ebenfalls die Möglichkeit, 3-4 Filamentrollen übereinander zu stacken und dort für 3-4 Stunden auf die erhitzte Druckplatte zu legen und eure Filamente wieder trocken zu bekommen. Also Bambu Lab gibt das als eigenes Feature an, was ich ziemlich interessant finde. Womöglich sind bei diesem ganzen Thema jetzt noch ein paar Dinge unklar, die von mir jetzt nicht angesprochen wurden. Dann nutzt doch bitte die Chance, unterhalb in die Kommentare reinzuschreiben, was ihr von dem Thema haltet, ob ihr vielleicht manche Sachen komplett anders macht wie ich oder ob ihr überhaupt schlichtweg die geilste Art und Weise habt, irgendwas zu trocknen oder wieder zu reparieren, damit eure Filamente wieder tipptopp sind. Nutzt, wie gesagt, die Kommentarfunktion, würde mich extrem freuen, wenn ihr da ordentlich Gas gebt. Und falls ihr jetzt am Schluss noch irgendwo geiles Filament haben wollt, wir haben entweder Nobofil oder Bavaria hier zur Auswahl, beide mit Prozente behaftet. Ihr seht den Gutscheincode jetzt auch gleich eingeblendet. Das sind die Filamenthersteller meines Vertrauens und schaut doch gerne mal beim Alex oder beim Toni vorbei. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erklären zum Thema Filamentnässe, Bruchstellen und wie man das Ganze repariert. Mir bleibt noch zu sagen, Peace, Love and 3D-Druck. Macht hier irgendwas, klicken, abonnieren, was auch immer. Würde mich freuen. Schweig Ober, danke fürs Zusehen. And out.